Schönen guten Tag, mein Name ist Hannes Genzel aus der Entwicklungsabteilung von Centurion. Hinter und neben mir sehen wir die neuesten E-Trekking-Räder unserer Marke. E-Fire heißt die Linie. Wir haben Sport mit geradem Oberrohr, Tour mit Trapezrahmen und hier drüben noch den Tiefeinsteiger E-Fire City. Für jeden Anwendungsbereich also das Richtige, für die Sportlicheren, für die Gemütlichen und auch für die, die die Vorteile eines tiefen Einstieges zu schätzen wissen. All diese Modelle sind ausgestattet mit dem Bosch-Antrieb der neuesten Generation. Wir haben also entweder, wie hier auf 2000er Niveau, den Bosch Performance Line CX Motor verbaut, sehr kraftvoll, kleiner im Bauraum, leichter geworden, tolle Abstimmung. Und wir haben hier auf 800er Niveau den Bosch Performance Line ohne CX-Zusatz verbaut. Der hat nicht ganz so viel Newtonmeter, ist nicht ganz so klein, glänzt aber dafür mit enorm geringer Geräuschkulisse. Also eigentlich der perfekte Trekkingantrieb. Unsere Trekkingräder haben Vollausstattung, das heißt, wir haben Schutzblech, Gepäckträger, Seitenständer, tolle Lichtanlage, die auch wirklich ausreichend Lichtausbeute bietet, sowie ein Rahmenschloss von Anfang an mit an Bord. Eine tolle Sache in diesem Zusammenhang ist unser neu entwickelter Kettenschutz. Ja, also kein kompletter Kasten, der die Kette ummantelt, sondern eine Kombination aus einem Bashguard und einem Kettenschutz obendrauf. Wirkt viel filigraner, deswegen von uns der Beiname Fly. Wir haben selber entwickelte Kurbeln, die das ganze Design, den Designanspruch dieser Räder unterstreichen. Also man sieht da auf den ersten Blick, dass wir hier wirklich von vorn bis hinten durchgestylte Räder haben. Alle Räder kommen jetzt mit Intube, sehr leicht zu öffnen. Also man muss nur eine Viertelumdrehung drehen, schon hat man den Deckel in der Hand und dann kann man per Schlossbetätigung den Akku entnehmen. Außerdem zur Ergonomiesteigerung unsere Ladeklappe am Oberrohr, keine Rumkrabbeln unter oder am tiefen Punkten des Rades. Man kann das Charger-Bike sehr leicht bedienen. Bei Rädern mit geradem Oberrohr, also E-Fire Sport, haben wir zusätzlich die Möglichkeit, falls die Reichweite nicht ausreichend ist, eine zweite Batterie zu verbauen, sogenannte Dual-Butt-Lösungen. Auf verschiedenen Modellniveaus haben wir verschiedene Display-Varianten, 800er und 700er Linie mit dem Purion-Display. Bei den 2000ern haben wir die Möglichkeit, entweder Kiox oder die neue Smartphone-Hub zu verbauen. Von dem Antrieb oder beziehungsweise von den Antriebsübersetzungskomponenten setzen wir durchgängig auf Shimano. Wir haben hier eine Deore mit 9 Gängen und da haben wir die XT mit 11. Ein paar Worte würde ich gerne noch zum E-Fire City verlieren wollen, unserem Tiefeinsteiger. Gerade bei Tiefeinsteigern, die nur ein zentrales Rahmenrohr haben, ist die Unterbringung der Batterie eben in diesem Rohr eine besondere Herausforderung. Wir haben relativ viel hier herum experimentiert, bis wir einen ausreichend steifen, flattersicheren Rahmen konstruiert bekommen haben. Und ja, unsere Lösung ist einzigartig. Wir haben ein Extrusionsrohr mit zwei Hohlkammern. Und dieses Extrusionsrohr wird mehrstufig dann noch verformt, sodass es einen harmonischen und sauberen Übergang zum Steuerrohr bietet. Ja, dieser Rahmen ist, denke ich, einer der steifsten Intube-Rahmen am Markt und so besonders für Leute mit etwas höherem Körpergewicht sehr zu empfehlen. Ja, bei einigen unserer Räder, nämlich zum Beispiel beim E-Fire Sport und E-Fire Tour, haben wir ein zweites Paar an Flaschenhalterschrauben, beim E-Fire Sport unterm Oberrohr, beim Tour auf dem Oberrohr. Man könnte dort zum einen eine zweite Flasche montieren, aber, und dafür haben wir es eigentlich vorgesehen, auch ein Fallschloss, zum Beispiel eines von Abus, den Abus X Plus, könnte man dann sozusagen gleichschließend kaufen und dann das Batterieschloss, das Rahmenschloss und das Fallschloss mit demselben Schlüssel bedienen. Das war's zu unserer E-Tracking-Serie, E-Fire, Sport, Tour und City. Weitere Videos zur Firma Centurion finden Sie hier.